ja, ta, ja, ta, ja, ta, Mann! Guck mal, das wird aber schon besser eben. Hallo Leute! Ich glaube, die Klappe brauchen wir nicht mehr. Doch, brauchen wir. Hallo Leute! Lassen wir jetzt noch was trotzdem drin? Ja. Sehr schön. Auch wenn die gerade lachen, weil der Uhr kaputt ist. Bei ihm ist die Zeit verloren gegangen. Ja, ich. Oh. Wie viel Zeit haben wir heute schon verloren mit diesem Film? Ich muss jetzt erstmal einen Schluck aus meinem köstlichen Glas Kakao nehmen. Kakao. 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 Kakao! Zum Großteil tatsächlich Kakao. Kakao! Wie ihr seht, wir haben heute einen ganz besonderen Spezialgast, den Meister aller Diebe, Mr. Schädelfresse. Wir haben seinen Namen vergessen. Weil wir ihn nicht aufgeschrieben haben. Bestimmterweise. Aber du als Einziger. Du hast den Namen nicht aufgeschrieben? Nein. Oh. Aber ja, du hast die Mütze geklaut. Den Titel habe ich mir gemerkt. Oh wow. Jatta. Mann. Genau das. Wir beschäftigen uns mal wieder mit einem Werk des umtriebigsten. Ich glaube, das ist, das darf man wohl sagen, einem der umtriebigsten, überraschendsten Regisseure Japans, dem Enfant Terrible. Alter, bevor du zu Pott kommst, hat er schon 3 Filme abgedreht, ja? Let's go! Hau es raus! Unser aller sehr verehrter Liebling Takashi Miike, dem Mann, der unglaublich tolle Filme gedreht hat, Meisterwerke wie... Jetzt, und auch! Jetzt darfst du etwas sagen, ich kenne nur Audition. Audition, Gosu, Dead or Alive, also gibt's noch Ace Attorney, der wirklich super ist. Cross Zero. Und Cross 2. Meckert ihr nicht. Vincent Q, The Happiness of the Katakuris. Ein Mann, der gefühlt jede Woche 10 Filme rausbringt. Tatsächlich sind es nur 3 oder so im Jahr. Vara Nutate. Auch von ihm. Sehr ansteigende Krankheit, wünsche ich euch nicht. Schon. Ja, der Mann. Ist eine Comic-Verfilmung, habe ich gehört. Eine Anime-Verfilmung. Anime. Du würdest gelüncht werden für so etwas von Otakus. Ich dachte, die würden mich lynchen, weil es das erste war doch der Manga, oder? Ich wurde doch von den Manga-Fans dann verprügelt. Ich weiß nicht, weißt du, das ist ein Anime, das gibt es auch Manga dazu? Cass, hör auf, erst kommen die Manga-Fans, dann kommen die Anime-Fans und dann deine Mama. In der Reihenfolge bin ich verprügelt. Nein, deine Mama kommt nur bei Daniel der Zauberer. Tut mir leid, bei dir kommt nur der Lommel. Der Lümmel-Lommel. Anderes Thema. Freut euch demnächst auf Daniel der Zauberer. Also, das ist ein Manga-Verfilmung. Super. Nein, Daniel der Zauberer ist keine Manga-Verfilmung. Ich fand schon, dass es ziemlich comichaft die Figur ist. Zurück zu Jatamann. Willst du auf die Story eingehen? Will Mr. Schiedelfresse was zur Story sagen? Meister aller Diebe, was haben Sie gestohlen? Was wollen Sie stehlen? Was ist Ihr Ziel? Ich habe dann die Mütze von deinem Arsch geklaut. Ich dachte, du wolltest deinen Schädel endlich wiederfinden. Der ist ein bisschen zerbröselt und so in zwei Teile zerfallen. War nicht sein eigener Schädel. Okay, es geht um Jatamann 1, Jatamann 2 und eine Archäologentochter. Genau. Und dieses Superhelden-Team besteht aus Jatamann 1 und Jatamann 2. Ich habe mir deren Real-Life-Namen nicht gemerkt. Der eine... Die betreiben Gun-Toys. Jatamann 1... ein Spielwarengeschäft. Seit Generationen in der Familie, seine Freundin Jatamann Nummer 2, ist die Tochter... Der Vater hat ein Elektronikgeschäft, so war das. Und die basteln sich unter anderem ihren Superköter zusammen. Er heißt nicht Rush. Was ich sehr schade finde. Jatta, wow. Und damit kämpfen sie gegen die böse Dorongo. Die Multifunktions-Küchen-Kampfmaschine. Die Dodongo-Bande. Mit der Multifunktions-Küchen-Kampfmaschine. Im Vorspann. Bestehend aus einer wunderschönen Leder-Domina. So ein bisschen. Gespielt von Kyoko Fukada. Einen langen, dünnen... ganz kurz, ich muss eben... Ein Waluigi! Ein kurzen, dicken... Kyoko Fukada. Oh, kawaii desone! Oh. Und ihren beiden Gehilfen, Tonsra, dem Schweinemasken-Monstermann. Und Boyaki. Waluigi! Der Rattennase. Der unsterblich in Lady Dodongo.
Wie heißt die jetzt richtig? Nicht Dodongo, das habe ich mir ausgedacht. Das ist aus Zelda. Doronjo. Wenigstens einer hier, passt auf. Lady D. Okay, jetzt Lady D. She wants a D. Du hast sie mal als die LeBlanc-Bande aus Final Fantasy 2. 10-2, ja. Haben Sie mich ganz stark daran erinnert. Genauso freizügig, der Dicke und der Dünne. Ich habe hier Ferkelnase und Rattenfresse genannt, die beiden. Ich weiß nicht, wie die hießen. Tonsra und Bayuk. Bayuki. Bayoku. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Okay, er heißt auf jeden Fall Tonsra, das weiß ich. Ihr Ziel ist es, so Schädelknochen zusammenzufinden? Es gibt einen legendären Kristallschädel. Ist der Film endlich älter als Indie 4? Der Archäologe hatte eine Zeit, das ist doch ganz klar, der Nachbar. 2009, ja, der Mann. Indiana Jones 4 ist von... Der Archäologe hat ganz seine Nachmachung. Ja, das schon, aber wenn das war trotzdem von Indiana Jones 4 rausgekommen sein. Ja, Kristallschädel. Wobei Indiana Jones 4 sollte eigentlich auch verklagt werden, beziehungsweise dann George Lucas und Steven Spielberg, weil das eindeutig von The Magic Crystal. Ich meine, Aliens, böse Russen, ein Kristall. Oh, The Magic Crystal. Und wir werden garantiert von Ralf Siegel verklagt für den Yatta-Yatta-Yatta-Man-Song, weil gar das ist sowas auch offensichtlich eine Kopie von Genghis Khan. Kein bisschen. Ralf Siegel. Wer bist du? Ich habe keine Ahnung, wer Ralf Siegel ist. Ich wurde nach 1950 geboren. Wirklich? Ja. Wow. Wer ist Ralf Siegel? Ja, weißt du, mein Junge, früher, noch vor dem Krieg, da haben wir die Deutschen immer alles gewonnen. Auch den Grand Prix. Ja, let's go, weiter. Jetzt gibt es Leute wie Leute den Grand Prix, was viel cooler ist. Okay, die beiden kämpfen gegeneinander mit allerlei Technik-Gadgets, riesigen Robotern. Sie bauen die ganze Zeit Roboter, wie zum Beispiel die Brautjungfer. Erzähl doch mal was zu der Brautjungfer. Sie hat Brüste. Und zuallererst, hier sieht man endlich mal bei Pokémon, haben sie das immer gefragt, wie sie das ganze Geld haben. Hier sieht man mal, wie böse wichtig Geld verdienen. Die verkaufen Fisch und Brautkleider. Brautkleider und Essen. Offen sind. Was man aber nur in den Deleted-Scenes sieht. Macht mehr. Und verdienen damit das Geld für ihre Maschinen, die sie auch selbst zusammenbauen. Findig. Und dabei lustige Lieder singen. Der Rassenmann baut die doch zusammen, oder nicht? Ja, aber die einen haben die auch mitgeholfen. Die haben immerhin das Werkzeug getragen. Er entwickelt die bloß, aber die bauen ja mit zusammen. Während das Geld vom Himmel regnet und sie fingerschnipsend durch die Bude tanzen. Und wie Ägypter gehen, vorwärts und rückwärts. Wow. Apropos Ägypten. Walk like energy. War das nicht auch mal ein Song von? Walk Like an Egyptian war von? Dieser Girlband aus den 80ern. Alter, natürlich, es gab ja nie so eine Girlband in den 80ern. Warum bin ich ja nicht gleich aufgekommen? Ja. Du meinst die Bangles? Bangles, genau. Alter, ich kann einfach irgendein Wort reinrufen und er sagt, ja, genau. Nein, das war tatsächlich. Die Bangles gab es wirklich. Ich glaube aber nicht, dass das Lied von denen ist. Die Bangles haben das Original auch Eternal Flame gemacht. Ja, aber das ist Tommy Kitten. Atomare Muschis. Apropos Atomare Muschis, wie wär's mit atomaren Brautjungfern, die kleine Hunde zum Jaulen bringen? Hunde-Roboter. Apropos atomare Brautjungfern, damit fliegen sie die Bösewicht auf der Suche nach diesen Schädeln nach Ägypten, wo wir dann bei Ägypten waren. Ägypten. Das ist auch schon eine tolle. Also von Tokiyoyo nach. Von Tokiyoyo heißt die größte Stadt Japans nach Ägypten. Auf der Suche nach dem zweiten, dritten Fragment des Kristallschädels, wobei sie davor auch noch die Tochter eines Wissenschaftlers, eines Archäologen aufnehmen, namens Shoko. Latte. Ja. Namens Shoko. Und der Vater von ihr wurde von der hässlichen Kristallfresse, Schädelfresse besetzt. Grandiose Rettungsaktion am Ende. Grandiose Rettungsaktion, aber das darf man eigentlich nicht spoilern, wie er gerettet wird. Ich habe hier noch aufgeschrieben. Einmal rausgezogen. Ich schieße aus allen Vorhöfen. Die Brautjungfer. Die Brautjungfer, der Roboter, hat tatsächlich riesige Brüste. Und was ist unter den Brüsten? Und aus den Nippeln schießt sie raus, deswegen schießt sie aus allen Vorhöfen. Und wenn sie daran reibt, werden die Nippel noch länger. Ja. Und unter den Brüsten sind nochmal Brüste. Allerdings, und der Ratten dann stöhnen die ganze Zeit dabei. Allerdings, ich glaube, das Gestöhne, das hatte er implantiert, weil er die Brautjungfer ja an Lady D orientiert hat. Weil ich glaube, er hat die Zeit da drin gar nicht, während das da hin und her geht, zu stöhnen.
Ich glaub, meinst du? Das ist der Robi, der das macht. Ich habe mir das vorgestellt, dass er das ganze Zeit ist. Er hat noch einen Spaß bei der Arbeit. Oh ja. Hallo liebes YouTube, wir haben Sido hier am Start. Los Rapper, mein Blog und so. Ne? Du bist scheiße, du bist kacke und ich weiß nicht mehr weiter. Also, die kann Sido. Außer den zwei Sachen mit SDP. Die sind aber auch gut. Okay, es gibt ja auch viel Liebe in diesem Film, ne? Nicht nur zwischen... War das mit der Schädelmaske? Ich dachte, das war Crow. Nein, der... Du bist scheiße, du bist doof, ich hau dir in den Vorhof. Crow hat diese Joker-Maske. Panda-Maske, du Idiot. Ist doch dasselbe. Wer ist Crow? Dein Crow-Mann. Crow Zero von Takashi Miike. Natürlich ist man wieder dabei. Ja, sag nochmal was. Wie wolltest du anfangen? Sehr viel Liebe im Film. Wir müssen ja auch die Liebe und die Romantik nicht vergessen. Zwischen Robotern ist sie tatsächlich äußerst bizarr. Aber zwischen den Hauptfiguren auch, weil die sind irgendwie alle ineinander verliebt. Nein, alle in den Kerl in Yataman 1. Warum ist er eigentlich Nummer 1 und die Frau Nummer 2? Sexismus. Wir müssen einen bösen Brief an den lieben Herrn Miike schreiben. Nein, Miike hält sich ja nur an die Vorlage. Dann müssen wir dem Autor des Originalmangas einen bösen Brief schreiben. Das heißt Mangaka, du Kaka. Schieb's dir hinten in die Kackrinne. Weiter geht's. Warum bin ich Finne? Richtig. Alter, er hat's verstanden. Ich weiß nicht was, aber anscheinend hat er irgendwas verstanden. Er wollte nur reimen. Und ich hab's auch so viele gelandet. Weil er mein Hip-Hopper war, deswegen reimt er jetzt. Siehst du, das ist der schlechte Einfluss von Sido. Wenn wir Sido nicht nur sitzen sagen, das fetzt. Ich bin Pizzo. Pizzo. Ich glaube, er ist ein bisschen Schizo. Okay. Komm her. Ja. Genauso sehen die Liebesszenen zwischen den beiden Robotern im Film auch immer aus. Bloß, dass die beiden hochgehen. Und hier geht nur einer hoch. Und das bist du. Nein, guck ihn doch an, der ist gerade gekommen. Ach, deswegen ist das so alles weiß dauernd. Deswegen hängt er hier so hin. Er will ihn da runterdrücken. Ich brauche eine Zigarette. Ich brauche eine Zigarette. Mach bloß dein hässliches Käppi auf. Ich kann dir irgendwas anderes abpassen, was raucht. Sport. Okay, haben wir genug gespoilert, diesen großartigen Film, oder willst du noch was hinzufügen? Später geht's noch in die südlichen Ulpen. Oh, die Ulpen, ja, die Ulpen. Wo das Finale stattfindet. Und es gibt noch einen viel, viel größeren Hunderoboter und... einen riesigen Kragenroboter und pubertierende Fische und... Oh mein Gott, es gibt so verfickt viel in diesem Film zu sehen. Der Film sprüht geradezu über vor kreativen Ideen. Und vor stöhnenden Rattenmännern. Das auch. Er ist bunt, er ist sehr dürftig animiert und es ist Augenkrebs auf Zielerleutband. Cass, da muss ich dich unwissend in den Karton natürlich mal hinmachen. Bitte. Natürlich ist er kindlich naiv auf seine Art und Weise, fröhlich, bunt für die jüngere Generation. Die CGI sind gar nicht so mies, habe ich schon Schlechteres gesehen. Sie können natürlich nicht, jetzt nicht so hochwertig sein, guck dir die Anzahl alleine an. Wir hätten ja 30 Jahre dran gesessen. Eine Menge Wire-Fu an den Kampfszenen, fröhlich, kunterbunte, haut drauf Action, kindlich naiv, unschuldig. Die Dialoge sind ab und zu mal ein bisschen an der Grenze. Zweideutig? Dreideutig? Vierdeutig? Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das ein wunderbarer Spaß für die ganze Familie. Würdest du den mit deiner Mutter angucken? Nein. Er würde nur sagen, er ist Zauber mit seiner Mutter. Aber nur weil du ständig mit der Latte stehen würdest, weil du auf Lady Di abfährst. Wie heißt die? Lady Di. Tatsächlich wird großartig bekannte Schauspieler gibt es in dem Film nicht. Natürlich, Lady Di wird von Kyoko Fukada gespielt. Japanisches. Model, Schauspielerin, Sängerin. Ach, sind sie das nicht Synchron- alle? Synchronsprecherin, Moderatorin. Sind sie das nicht alle? Ja, sie ist halt ein Idol. Die können alles. Wahnsinn. Und auf meiner persönlichen Idol-Liste auf Platz Nummer 2 hinter Goku und Reto Aya. Das will hier überhaupt niemand wissen. Da kennst du aber keine Filme. Trag mal was im Film bei. Kann ich nicht, er trägt schon die Maske und die Verantwortung. Echt mal. Die Maske ist aber auch nur ein Schutz für die Zuschauer. Und du trägst weg das vollgeschwitzte Käppi. Ja, herrlich. Das macht mir Sorgen. Okay, kommen wir zum Fazit. Aber dann scheint die Sonne nicht so rauf. Kommen wir zum Fazit. Echt? Schon? Okay. Ja. Der Gast ist Juror. Und ich als,
Seitdem ich erfahren habe, wie der liebe Herr Meike wohnt, wo er wohnt, in welcher Stadt. Holt euch die DVD und guckt euch das persönliche Vorwort von Herrn Meike an. Ja, es ist für seine Verhältnisse großartig. Und ich verstehe, wie er es schafft, jeden Tag einen neuen Film zu drehen. Er hat ja alles, was er braucht, alle Ressourcen hat er in seiner Nachbarschaft. Viele Pilze im Wald. Viele Pilze im Wald. Irgendeiner von denen baut auch bestimmt ein bisschen was an. Okay, also dieser Film wird keine Preise gewinnen, aber sehr viele Lacher ernten, okay? Ich glaube, deswegen wurde er auch gemacht, einfach nur, damit die Leute... Wird er irgendwann mit Schläferz landen? Ja. Ja. Das hat aber nichts zu bedeuten, Schläferz hat viele Filme, die da nicht hingehören. Bei Schläferz landen und Kalkofe und Rütten werden sich bestimmt sehr viele Witze und einen super witzigen Cocktail ausdenken. Also wenn Hentai Kamen Schläferz wäre. Ja, das ist schon Hentai Kamen Niveau, aber das ist lustiger und bunter. Der hier von Mieke. Ja, da Mann. So, Schädelfresse. Was denkst du darüber? Fazit. Pizza. Und damit darf alles gesagt sein. Ein zukünftiger Klassiker im Oeuvre von Takashi Miike. Seine bisherigen Arbeiten fallen so stark dagegen ab. Nicht alle. Einige. Alter, wenn man jeden Tag einen neuen Film dreht, dann kann es passieren, dass zwei Drittel davon scheiße sind. Contenance. Ich brech dir das Ding gleich ab. Zukünftiger Klassiker. Auf einer Filmparty ist ein bisschen schwierig. Ah, er hat ein, zwei Längen drin. Gerade das Finale zieht sich ein bisschen mit diesem ganzen Liebesgeschwurbel-Mist da drin. Du hast kein Herz. Wofu? Hallo, du bist hier doch der. Du hast kein Herz für die Rattenfresse. Guck mal, wie unglücklich verliebt er war. Breakfast Club. Es passiert unausweichlich. Ich hab so gelitten mit deiner Rattenfresse. Es passiert unausweichlich. Wenn du erwachsen wirst, stirbt dein Herz. Das ist nicht meine Schuld. Nein, das war. Du bist doch gar nicht erwachsen. Das war ein bisschen für Liebesgeschwurbel. Aber sehr tolle Musik. Ja. Ah ja. Wunderbare Synchronböcke. Ein paar der Sprüche sind echt grenzwertig. Hübsche Asiatinnen. Was begehrt das jetzt mehr? Ich glaube, auf einer Movie-Pilot-Skala wäre es. Ich bin schon mit auf Movie-Pilot. Eine 7? Eine 7 ist drin. Hallo, das hier ist nicht Rated 18. Ja, du machst ihn zu deinem Sklaven auf YouTube. Ja, Tamon! Er ist mein Sklave. Er ist der Sklave des Schädelmanns. Bin ich Rattenfresse jetzt. Ablende, es eskaliert hier. Würdest du Lady Dima schlagen? Na klar ist das Rattenfresse. Nein, ich würde Kyoko Fukada mich schlagen lassen. Oh Gott, Schluss damit. Weg, geht weg. Tschüss. Guckt es euch an. Oder kommt euch die DVD noch besser, allein wegen den Bonus-Extras. Um zu sehen, wie Takashi Miike lebt. Stell dir mal auf, das ist voll der Gumba. Und jetzt kommt die Game Over Musik. Mit Parallel und Hose. Das war mit die Game Over Musik, du Punk!